Was für ein herrlicher Anblick, diese Dreifachbelagerung. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Wikinger. In der letzten Folge sind wir im Krieg stehen geblieben. Und was eigentlich das Wichtigste war in der letzten Folge, unser König Siegfried ist gestorben an Herzversagen. Ich wollte sagen Altersschwäche, aber eben Herzversagen. Und er war natürlich gebrechlich. Ja, ich hab's erwartet. Und jetzt hat natürlich sein Sohn, der Trückwi, König Trückwi, übernommen. Wir spielen den Trückwi, wir sind verwundet, wie man hier sieht, und befinden uns aktuell noch im Alten Krieg, haben weiterhin die wichtigsten Ansprüche noch, und das wird aber auch natürlich das Ziel sein jetzt in den nächsten, ich hoffe mal, Folgen, Let's Plays, Mehrzahl, ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie sich diese zwei Ansprüche auch durchdrücken lassen. Momentan sieht es natürlich nicht so toll aus auf unserer Seite, denn wir haben gerade mal 5600 Soldaten. Schottland und Irland sind nicht gerade klein, sie haben Verbündete. Ja, müssen wir natürlich schauen. Und was mir auch noch Sorgen bereitet, auch noch, England. Schaut euch mal England an. England hat schon angefangen, hier am Danelag zu knabbern sozusagen. Die knabbern sich hier immer eine Grafschaft nach der anderen weg. Und ich befürchte, dass Danelag so lange nicht mehr bestehen bleibt. Also, das ist jetzt auch der nächste große Feind, den wir vor uns haben. Und zwar ist es England. Ach, und schaut mal hier, ne? Diese süßen kleinen Baronien hier, die zwei, die gehören uns auch, oder? Ja, tatsächlich, ja, die gehören uns. Oder das ist ja die, wartet mal, wo steht denn das? Domäne? Ach, hier steht das ja, Dunbar. Ja, wunderbar, das gehört ja uns sogar. Wunderbar, da können wir quasi unsere Kriege starten, direkt von hier. Ja, erstmal gucken, erstmal den alten Krieg abwenden. Das werden wir gleich tun. Aber bevor wir das tun, müssen wir wieder administrative Tätigkeiten machen. Und zwar Konkubin nehmen. Die erste Tätigkeit. Wir holen uns mal eine Konkubine an Land. Naja, so eine tolle haben wir hier nicht. Ne? Hätte ich hier irgendwie eine intelligente oder sowas, würde ich sagen, komm, können wir mal machen. Aber so, das meinte ich nicht mit administrativen Tätigkeiten. Einerseits könnten wir erstmal hier machen Folgendes. Die Frau, die hat ja auch höfische Politik gemacht, die könnte jetzt... höfische Politik wäre ja nicht verkehrt am Anfang. Wir lassen das jetzt mal bei der höfischen Politik. So. Ansonsten haben wir hier nichts. Bündnisse aushandeln, das schauen wir uns erstmal an. Wir machen keine blinden Bündnisse. Wo ist denn der jetzt hier, der Kerl? Hallo? Wo bist denn du? Ach, du bist da, in Irland. Er ist in Irland. Das heißt, wenn er Krieg führt, wird er uns da mit reinreißen. Und er, der Scully... Er ist hier, in Schottland. Okay. Machen wir noch nicht die Bündnisse. Die sind auch nicht so stark, oder? Was hat denn der? 500? Ja, ist nicht verkehrt. Und der? Der hat auch 500. Ja, schauen wir mal. Muss jetzt nicht sofort sein. So, jetzt kommt. Ganz wichtig, was ich nicht gesehen habe in der letzten Folge, wo wir den Trückwi übernommen haben. Und zwar, er ist asatruisch, ja, aber er ist schottisch. Und das ist mir gar nicht ins Auge gefallen, dass er schottisch ist. Und schaut euch mal die Volksmeinung an, fremde Kulturgruppe. Das heißt aber auch, dass wir in unserem Reich ein kleines Problem haben werden. Wir schauen natürlich auch nochmal in die Fraktionen. Da haben wir schon mal eine Fraktion. Und zwar, Mera soll... Königin werden, unsere Halbschwester. Sie ist asatruisch-nordisch, ja, und sie ist sogar unsere Schildmaid, wir erinnern uns. Dann Unabhängigkeitsfraktion, und ich will das abwenden übrigens, und bevor ich überhaupt hier Gas gebe, will ich erstmal die wichtigsten Sachen klären, und zwar, warum kann ich das nicht? Ich bin im Krieg. Ich wollte gerade meine Kultur ändern auf nordisch, so wie der Papa. Und das werden wir machen. Ich denke mal, wir lassen es jetzt mal langsam laufen.
Lektionen der Vergangenheit. Nicht einmal mit Hilfe eines staubigen Glossars kann ich der Schriftrolle ihre Geheimnisse entlocken, aber ich mache weiter. Im Laufe der Nacht enthüllt sich mir eine unglaubliche Geschichte. Die zahlenmäßig unterlegenen griechischen Truppen konnten den engen Küstenpass der Thermopylen blockieren und so die persische Armee 7 Tage lang in Schach halten. Am letzten Tag, als der Feind König Leonidas in die Flanke fiel, entließ dieser den Großteil seiner Armee und deckte deren Rückzug in einem glorreichen letzten Gefecht. Der Heldenmut seiner Truppen ist ein Symbol für das, was eine patriotische Armee bei der Verteidigung ihres Heimatlandes zu leisten vermag. Ja, und daraus kennen wir auch natürlich unseren tollen 300-Film, ne? Und wo hatten wir das auch? In dem Aachen-Let's Play, da hat unser Kaiser ja auch die Geschichte, oder seine Geschichte auch so ungefähr umschrieben in der Schlacht gegen, was war das? Ich glaube, das Ostfrankenreich. So, ich studiere die Schlacht, das kann ich wählen, oder ich konzentriere mich auf den Übersetzungsvorgang. Studieren der Schlacht würde uns Kriegsführung, Bildung bringen, Todesverlust und Verteidigervorteil. Das ist sehr gut, wie ich finde, für 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit, denn wir sind gerade 33 und 100 Kriegsführungslebenswandel. Oder studiert uralte Schriften. Ich studiere die Schlacht. Ich denke mal, ich studiere die Schlacht, denn das bringt uns natürlich mehr für 20 Jahre. Wir nehmen auf jeden Fall die Schlacht. Schon mal eine Sache. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Werden wir diesen Krieg gewinnen? 87%. Wir haben Gefangene gemacht. Wir haben hier wieder belagert. Das sieht nicht schlecht aus. In 40 Tagen, glaube ich, haben wir es. 98% haben wir hier gerade. Die sind am Belagern. Die könnten theoretisch schon mal gehen. Die brauchen wir nicht. Gehen wir mal quasi hier so entlang, hier hoch. Hier haben wir schon die Fraktionen, die ich meinte. Die werden immer stärker übrigens. Ja. Und wir haben jetzt die 100%. Da können wir nicht den Frieden verhandeln, ne? Wir bekommen 20 Prestige für sowas. Das ist ja mager, das ist ja nichts. Komm, jetzt mach mal schnell hier weg. Ist ja traurig. Mach mal weg hier. Oh je, schaut euch das an. 20 Ruhm und 20 Prestige. Das ist so traurig. So, jetzt mal Stopp drücken. Alle auflösen. Erstmal, ganz wichtig. Wir haben gerade 4600 Soldaten. Das ist richtig schwach. Wir haben hier in 29 Monaten diejenigen, die sich da unabhängig machen wollen mit der Mera. Mensch Mera, Mensch Mera, was willst du denn jetzt noch? Wir werden erstmal in die Entscheidungen gehen und erstmal zur örtlichen Kultur konvertieren. Das heißt, wir werden wieder nordisch und ich weiß auch nicht, wie er schottisch geworden ist, wegen der Mutter vielleicht. Ich meine, die Mutter, das war die Marie. Sie war französisch. Dann hatten wir ja, die Konkubinen sehen wir gar nicht mehr, ne? Ah, verdammt. Schade. Ich dachte, die Konkubinen, die könnten ja auch irgendwie Einfluss gehabt haben. Oder einfach... Ah, nein. Halt. Anders gedacht. Der Trückvi, der hatte diese Grafschaft. Und diese Grafschaft ist schottisch. Oh Mann, Trückvi. Das hätte man schon längst ändern sollen. Ja, da... Aus Fehlern lernt man übrigens, wenn ihr auch Spielererben habt, die jetzt irgendwie Grafen sind, sorgt dafür, dass auch die Kultur dann am Ende auch passt. Dann müsst ihr sowas nicht tun. Also, wir machen das. Also, ehrlich gesagt gibt es wenig, was meine Traditionen von denen der Menschen in meinem Hauptsitz unterscheidet. Wir halten uns an die gleichen Feiertage und örtlichen Festmale. Und selbst unsere Sprache ist fast die gleiche. Okay, ich gestehe ein, wer ich bin, 300 Prestige und wir werden nordisch. Und alle engen Verwandten werden auch nordisch. Das ist super. So, persönliche Gottheit festlegen. Ah, schaut euch mal an. Wir haben jetzt sofort hier schön mal auch unsere Kleidung geändert. Richtig passend. Das ist perfekt. Das ist schon mal eine Sache, die ich machen will. Dann haben wir hier auch zum Beispiel diesen Runenstein, den wir aufstellen müssen. Der Runenstein wird vernichtet, falls eure Grafschaft an jemanden von außerhalb eurer Dynastie fällt.
Keine Sorge, das machen wir auch noch. Für 50 Gold, das gehen wir auch ein. Das Thema. Jeder Runstein birgt die Kunde von einem bedeutenden Ereignis im Leben. Okay, wovon soll dieses Monument künden? Mein dahingeschiedener Vater Siegfried hätte einen Runstein verdient. Ich denke schon. Also, für unseren Vater machen wir. Und jetzt der Ort. Da ich mich nun entschieden habe, was auf meinen Runstein kommen soll, blieb noch die Frage, wo stelle ich ihn auf? Denkmale an Familienangehörige wie Siegfropp fördern oft Respekt und Lehnstreue. Am besten stelle ich sie in Gebieten auf, wo man nur wenig von mir hält, denn so können die Steine dann als Zeichen für meine Hingabe und für meine treue Dienerschaft gegenüber höheren Mächten gereichen. Das Wort kenne ich nicht so. Natürlich fallen einem da gleich zwei gute Plätze ein. So, Uppland oder Dunbar? Und Dunbar? Nee, Uppland. Ich will in Uppland, obwohl da sollte man uns lieben eigentlich. Ja, da ist die Volksmeinung auch null. Ah, wartet mal. Wir schauen jetzt mal in Dunbar wegen der Kulturänderung. Ja, plus 80 ist immer noch okay. Also machen wir mal in Uppland. Uppland wäre ein guter Ort. Wird genommen. Lassen wir eine Sekunde mal verstreichen, zwei, drei Tage. So, wir schauen uns nochmal hier die Fraktionen ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen spiele ich das gerade so langsam, denn ich habe das Gefühl, jeder will uns gleich angreifen. Das ist meine Vermutung, denn das ist hier noch nicht irgendwie das Zeichen, ah ja, es gibt eine Fraktion, aber schaut euch mal diese Leute an, die mögen mich alle, aber die unterstützen die Fraktion hier auch. Dann haben wir noch, nicht vergessen, wir haben Schotten, wir haben unsere Brüder, die haben auch die Ansprüche. Das heißt, wir haben überall Leute, die haben die gleichen Ansprüche wie wir. Und wenn wir da irgendwie Schwäche zeigen, sind wir weg vom Fenster. Und das ist das, was ich gerade vermute. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Am liebsten würde ich von ihm sogar, von meinem Bruder hier, am liebsten würde ich diesen Titel aberkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Mensch. Titel beanspruchen. Erhält einen fallen gelassenen Anspruch. Ja, ich habe aber den Anspruch auf Södermannland, ne? Nein, das ist die Inri Sudrisha. Nein, komm, das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen erstmal für Ruhe sorgen. Dann lassen wir das mal kurz laufen. Wir haben hier die ersten Gefangenen. Wer ist das? Asatruisch Nordisch, ein Kind kann gehen. Und übrigens, ja, das ist auch nicht verkehrt. Wir schauen nochmal schnell in unser Kerker. Schaut euch mal Ingrid an. Ach, was ist denn das denn? Ein 16-Jähriger mit einer 56-Jährigen? Wartet mal. Das ist eine Alte mit Ansprüchen. Die hat sich da so einen jungen Kerl geschnappt. Meine Fresse, ne? Die Ingrid, die ist stark, die ist intelligent. Nicht verkehrt. Also, ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal in die Beziehungen, Rivalen, genau, den haben wir da nicht gefangen genommen. Dann würde ich Folgendes machen. Ich möchte ein bisschen... Ja, der Trükwi, sage ich mal. Der Trükwi möchte erstmal in seiner ersten Phase ein bisschen Schrecken aufbauen, damit er auch das Reich zusammenhalten kann. Und zwar ist es natürlich für ihn wichtig und das Einzige, was er eben als Mittel sieht, seinen Schrecken zu steigern, ist erstmal ein paar Gefangene zu exekutieren und zwar nur Fremdgläubige. Asatruen werden wir nicht Außer sie sind unsere Rivalen, aber wir werden sie nicht umbringen. Deshalb würde ich sagen, wir werden jetzt mal hier von unten anfangen und diejenigen, die jetzt katholischen Glaubens sind, werden wir hinrichten. Ne? Und wir erhalten hier 12 Schrecken pro Mann, ne? Und 50 Frömmigkeit. Also machen wir mal. Der Geifer ist nicht mehr. Dann der Guima, wahrscheinlich sein Bruder, ist auch nicht mehr.
klicken uns mal hier mal ein bisschen durch. Wir schauen mal. Wir haben sehr viele Asatruen hier drin. Was machen wir mit Herzögen? Der Kleine ist ein Herzog übrigens. Würde ich nicht, ist nicht so wichtig. Herzöge sind nicht so wichtig. Aber wartet mal, hier zum Beispiel sie, die Güter. Sie hat Ansprüche übrigens. Und zwar starke Ansprüche. Dann gehen wir mal hier rüber auf die Sinneburg. 12 Schrecken haben wir auch noch in der Tasche. Wir müssen mal gucken. Jetzt haben wir hier 39. Dann haben wir hier noch. Wen haben wir denn noch? Das sind alles Asatruen, Mensch, ne? Okay, dann würde ich sagen, tun wir das. Die Ansprüche sind uns jetzt aktuell nicht so wichtig. Kommt sie auch weg. Sie werden geopfert. Sie wird geopfert. Da haben wir schon 87 übrigens. Wenn wir hier den Kleinen noch auch opfern würden, aber Lösegeld ist vielleicht 2 von 100. Okay. Das heißt, wenn er... Hey, der hat doch genug Geld, ne? Der könnte ihn doch Lösegeld... Also 100 Gold wären mir lieber als umbringen. Ich denke mal, ich habe alle. Bis auf den, ne? Ja, ich denke, ich habe alle. Und das sollte ausreichen mit 87 Schrecken. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier gerade auf Go klicke, wie es dann runtergeht. Hoffe ich... Oh, runtergeht. Von wegen runtergeht. Meine Güte. Geht nichts runter. Oh, doch, doch, doch. Da geht's ja. Ah, da geht's ja. Das ist der Schrecken, ne? Guck. Ja, ja. Schaut euch das mal an. Ja, die sind immer noch ziemlich, ziemlich stark. Aber wir sehen hier, geht es langsam runter. Also, wunderbar. Das Kind kann gehen. Da haben wir ein bisschen Geld. Bündnisse aushandeln. Wir haben jetzt hier den Gunnar neu von Södermannland. Übrigens, Gunnar, ich will dein Södermannland haben. Ich will nicht ein Bündnis mit dir aushandeln. Das ist schon mal eine Sache. Was würde passieren, wenn wir ihm Gedicht schreiben? Ach, schaut euch das mal an. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gedichte schicken. Da dieses Gedicht positiver Natur ist, könnte Gunnar es sofort annehmen. Mögliche Ereignisse. 20 Meinung plus 50 Frömmigkeit. Dann haben wir hier Traurigkeit. Dann verlieren wir Anspannung. Zwietracht und hier ist es Unfähigkeit. Okay, dann bekommen wir, also wer bekommt hier? Wir bekommen wahrscheinlich Anspannung. Okay, haben wir überhaupt Anspannung? Oh, wir haben sehr viel Anspannung, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir über unseren Vater mal, weil das ja unser Bruder ist, wir machen ein kleines Gedicht. Und dann entspannen wir uns auch ein bisschen. 4%, dass wir minus 20 bekommen. Ich denke mal, das schaffen wir. Für 75 Prestige schreiben wir unser erstes Gedicht. Also, los geht es. Bitte was? Häuptling Gunnar verlor 20 Meinung. Also 4% hat... Die 4%. Die verdammten 4%, ja. Meine Güte, die 4%. Oh mein Gott. CK3, ne? CK3, ihr macht's mir auch nicht einfach. Jetzt suche ich mir mal einen anderen Bruder. Bruder, du trauerst doch auch da. Kann ich dir nicht ein Gedicht schicken? Nein, warum nicht? Ach, gar nicht mehr. 3 Jahre. Ich muss jetzt 3 Jahre warten. Okay. Okay. Okay, also... Wie machen wir weiter? Ich denke mal, vorsichtig optimistisch sein, weil das geht jetzt erstmal hier runter. Das kann aber jederzeit explodieren. Die ganzen Gefangenen können gehen. Da kommen jetzt schon die nächsten, die können auch gehen. Wunderbar. Ich bin nicht mehr verwundet. Das ist auch super. Meine Gesundheit ist jetzt aktuell in Ordnung. Also ich denke mal, so ein bisschen Stabilität haben wir gerade erreicht, ne? Henri ist verstorben. Wir schauen nochmal in unseren Rat. Da haben wir immer noch höfische Politik drin. Der Ratsmarschall könnte erstmal Aufgebote organisieren, damit wir eine höhere Verstärkungsrate haben. Denn das ist echt mickrig, ne? 119. Da brauchen wir mehr Grafschaften, habe ich das Gefühl. Hier haben wir eigentlich aber auch alles. Da haben wir das. Okay, perfekt. Sehr, sehr fein. Wir schauen mal, was sind wir...
am Forschen hier. Was ist denn das? Hauptbuch, das haben wir in 4 Monaten. Domänenschwelle plus 1. Ach, verdammt nochmal, ne? Das hätte ich ja beim Siegfried gebraucht. Das bekommen wir jetzt. Dann hätten wir 2 von 5. Also, lassen wir das mal jetzt mal weiter ticken. Ich würde jetzt aber Folgendes machen. Ich würde jetzt einfach, damit die Gemüter so ein bisschen, ja, zufriedengestellt werden und wir Anspannung verlieren, werden wir erstmal ein Festmahl veranstalten und mal alle kennenlernen. Und das tun wir jetzt einfach mal. Ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern, die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune. Willkommen, meine Freunde. Und los geht es. Raki beeinflusst, da geht es schon los. Hier unser Reichsgode mit plus 12, was super ist. Da bekommen wir auch endlich auch ein bisschen Gold und Aufgebote. Geschmackvoll beleidigend. Während Gericht um Gericht in die große Halle gebracht wird, erreicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle. Dass mein Bruder Gunnar Zitrone nicht verträgt, habe ich dem Koch gegenüber leider nicht erwähnt. Der Gunnar von Södermannland. So, was können wir denn mit ihm machen? Wir können Rivalen werden. Ich bin Haupterbe übrigens. Ah. Oder wir machen dann hier Druckmittel und Prestige. Wartet mal. Titel aberkennen. Södermannland. Druckmittel, wenn wir hätten. Akt der Tyrannei. Das wollen wir natürlich nicht. Eigentlich, lasst uns mal ein Druckmittel organisieren. Das machen wir. Das Gesicht, das er zielt, als ich ihn vor dem Essen rette, ist unbezahlbar. Schon mal eine Sache. Da haben wir hier erstmal. Wartet mal, wir sind im Krieg. Bitte was? Titel aberkennen, wir prüfen das mal. Ist weiterhin ein Akt der Tyrannei übrigens. Vielleicht würde das Sinn machen. Titel beanspruchen, kostet mich aber 150. Das ist viel, ne? Das sind 30 Monate harte Arbeit. Warten. Vielleicht könnte ich ja meine Gode darüber schicken. Oder meinen Goden. Und zwar könnte er Anspruch fingieren auf Södermannland. Das soll er mal machen. Da kostet es uns nur Gold, glaube ich. Das ist schon mal eine Sache. Wunderbar. Und jetzt müssen wir uns mal den Krieg anschauen. Der Angreifer hat 5000 Soldaten. Oh, das ist natürlich nicht wenig, ne? Was haben wir denn hier? Schweden. Seit wann haben wir das? Was ist denn hier eigentlich passiert? Was ist hier passiert? Also Kriegerorden müssen wir auch anwerben. Es ist wichtig, wir zahlen die 205. Ganz wichtig, das brauchen wir als Verstärkung. Die müssen kommen. Wir werden jetzt nochmal schnell den, kein Glaubenskrieger oder so, ne? Das ist natürlich da. Glaubensfeindlichkeitsvorteil plus 10. Der hatte plus 10 Vorteil. Das wäre ja quasi, als wäre der 21, ne? Der ist leichtsinnig und verbündete Todesverluste und der ist Waldkämpfer. Ja, komm, nehmen wir mal den Gott. Und den Gott, den werden wir jetzt erstmal hier runterschippern lassen. Und zwar hierhin. Und ich würde sagen, wir versuchen das auch mal mit unseren Verbündeten. Wir müssen mal schauen, die. Ja, da bin ich mal so ein bisschen. Der hier, ne? Der hat noch was. Der hat 1000 Soldaten. Der könnte natürlich helfen. Da machen wir mal ein Bündnis. Hausmitglieder rufen, das ist auch nicht verkehrt. Und die sind ja kostenlos, ne? Da muss ich kein Druckmittel oder so abgeben. Die würden sofort kommen. Das ist nicht verkehrt. Ich würde sagen, alle. Dann. König sogar von Irland wird kommen, der von Schottland. Ja, da müssen wir uns hier keine Sorgen machen. Sollen erstmal alle kommen. Dynastiemitglieder können bleiben. Der könnte auch gerufen werden. Übrigens, mein Verbündeter. Warum nicht jetzt alle mal ran da? Und ich werde versuchen, ohne meine Soldaten auszuheben übrigens, nur mit diesen Leuten zu kämpfen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich will meine Leute schonen, denn ja, wir haben nicht so viele, ne? 5700, da geht noch was, da geht noch was. Also, los geht's. Jetzt kommen die ganzen
Ja, schaut euch das mal an. Alle nehmen an. Eine lobenswerte Leistung. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Sig an Xenia und mich heran. Warte mal, Sig, oh je, Sig, ne? Die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl. Ein großes Kompliment an die Gastgeber. 150 Prestige, Xenia minus 10 Meinung oder Haushaltsbemühungen. Jeder direkte Vasal plus 5 und Höfling plus 10, Xenia auch plus 15. Ich denke mal, das macht Sinn. Unser Trückwi ist schlau genug zu sagen, ich brauche einfach mal die Meinung meiner Vasallen. Das war ganz allein die Leistung von Xenia. So, natürlich werde ich mich super anschließen. Er ist auch dabei. So muss das sein. Ne? Unter meinem Dach. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Sig und Xenia möglichst weit entfernt voneinander saßen. Doch das reichte nicht und jetzt gehen sie miteinander, mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Oh Mann, ey, die Sig, ne? Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Werft die Sig bitte raus. Auf jeden Fall die Sig, übrigens, ne? Die kennen wir ja. Unsere Schwester haltet sich fest, bis sich die Lage beruhigt. Xenia plus 20 Meinung und Rivalität, ja, fast. Wir kommen einer Rivalität näher. Als meine Gäste gehen, als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Wunderbar, bis zum nächsten Mal. 150 Prestige, jeder Gast gewinnt noch 20 Meinung obendrauf. Da klicken wir mal auf Pause. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause auch, denn wir haben hier so eine wüste Situation. Ich sehe hier nur rot, obwohl die sind ja nicht im Krieg, aber die sind dann auch irgendwie unterwegs. Wir müssen die hier entfernen. Diesen Krieg werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge kämpfen. Wir müssen auch noch schauen, ich klicke nochmal drauf, dass ihr auch eine Übersicht habt. 15.000 mittlerweile, ich denke mal, das werden wir schaffen. Aber dennoch, ne, wir kennen ja die KI, die müssen sich sammeln und so weiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.